Einwandfrei. Ja. Hallo Leute, also der Terminus God Mode geht noch einwandfrei, ich zeige euch jetzt die Afterpatch-Variante. Also, ihr macht ganz normal das geführte Easter Egg bis zu dem Schritt, wo ihr auf das Boot müsst und den Lockdown machen müsst. Vielen Dank an meinen Videosponsor U4GM. U4GM ist der beste Game-Boosting-Service auf dem Markt. Wenn ihr Hilfe beim Tarnungsgrind oder sonstigen Sachen in Black Ops 6 braucht, dann schaut bei U4GM vorbei. Benutzt den Code Jay, damit erhaltet ihr 5% Rabatt. Und U4GM hat eine exzellente Bewertung auf Trustpilot, da könnt ihr sicher sein, dass ihr euer Zeug auch erhaltet. Den Link zu U4GM findet ihr in der Beschreibung. Wenn ihr es jetzt mit mehreren Leuten macht, also zu dritt oder zu viert, dann ladet ihr einfach die zwei anderen Mitspieler hier auf der Insel ab und lasst die stehen. Also die anderen Spieler chillen hier einfach ganz normal auf der Insel. Ich fahre jetzt mit ihm zu dem Boot, zu dem Lockdown-Schritt. Okay, bei der Afterpatch-Variante ist jetzt der einzigste Unterschied, dass ihr jetzt einfach nur, während er da oben down geht, hier an der Leiter hängen müsst. Also er nimmt oben den Zylinder vom Tisch, die Luke geht zu, die Lockdown-Sequenz beginnt und er traint jetzt da drin einfach kurz und lässt sich dann downschlagen. Wenn ihr es nur zu zweit macht, dann muss einer nur hier an der Leiter hängen. Wenn ihr mehrere Spieler seid, dann müssen die anderen auf der Insel einfach warten. Okay, jetzt müsst ihr warten, bis er komplett ausgeblutet ist und nach ca. 3 bis 4 Minuten öffnet sich dann die Luke wieder über euch. Ihr müsst ein bisschen aufpassen, weil der ganze Mob natürlich da oben steht, also geht gleich weg und springt wieder ein neuer Boot. Dann holt ihr den Rest von der Crew einfach von eurer Insel wieder ab. Hier seht ihr auch schon, wo ich ihn abhole, das wunderbar funktioniert mit den Zombies und sie wieder endlos spawnen. Ich habe da noch ein bisschen rumexperimentiert, um zu testen, was den Glitch immer bricht, dass sie losrennen. Also ihr könnt Wandwaffen kaufen, ihr könnt Mystery Box Waffen kaufen, ihr könnt Parker punchen und verbessern. By the way, Dankeschön an Big D von meinem Discord, der hier die ganzen Waffen auf Terminus eingetragen hat. Ihr solltet aber keine Kaugummis benutzen, wie die Nuke oder nur nicht hier, warum auch immer das jemand benutzt. Und ihr dürft auf keinen Fall den Napalm-Aufsatz drauf machen, ich beweise es euch jetzt nochmal. Hier habe ich den Napalm-Mod drauf gemacht, habe sie angeschossen und schon haben sie wieder angefangen zu rennen. Mit Todeleitung ging es soweit, aber ich würde euch empfehlen, einfach prinzipiell die Waffenmods wegzulassen. Also, das garantiert eure letzte Chance, die kritischen Headshots so easy zu farmen, deswegen macht es sofort oder nie. Wenn es euch geholfen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da, haut rein, peace.